Durchrollen scheint aber ganz gut zu sein. Okay, ich weiß, was ich jetzt mache. Okay, ich gehe einmal hier unten lang und dann mache ich den Shortcut auf und dann gehe ich nochmal speichern. Dann brauche ich nämlich nicht immer hier unten lang latschen. Kann ich mir nämlich den ganzen Shit hier sparen. Ich weiß nicht, so Next Level sind die Strats nicht, Ravi. Alles klar, Debo, have fun. Da rein zu dashen war jetzt vielleicht nicht so klug. Okay, kann man irgendwas tun? Vielleicht die Feenträne, was ist das? Okay, gucken wir mal. Noch ein Gefühl für die kriegen. God damn it, dude, diese scheiß Bälle machen so viel Damage. Geht doch. Jetzt war nicht, da ist noch Phase 2. Was? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Okay, interessant. Sehr interessant. Okay. Okay, mein Gott, das. Mein Gott, das. Mein Gott, den Kram jetzt zu skippen wäre halt so cool, ne? God fucking damn it! Ich schwöre, die geht mir auf den Keks. Ja, genau, deine Rolle macht Schaden. Are you fucking kidding me?
Es ist halt so dämlich, dass sie gegen Pfeile immun ist. Holy shit. Ich habe gerade das Bedürfnis hier zu farmen für die 2000, für die Feuerverzauberung, weil mir das gerade übelst auf den Keks geht. Das ist, was ich farm. Fakt ist. Ist mir pretty egal, ob das jetzt länger dauert oder nicht, aber ich habe gerade einfach schlichtweg keinen Nerv, mich mit der auseinanderzusetzen. Fucking Cheater Braut, ey. Sorry, die nervt einfach nur. Links oben ist noch ein Weg, den ich angucken könnte, okay. Weil ich will die definitiv nicht jetzt schon machen. Weil die ist einfach... Also nichts gegen den Boss, aber es ist relativ crazy, den zu fighten gerade. Stimmt, oben links ist noch ein Weg. Ivory Bucks geben auch Money. Okay. Und wie viel brauche ich? 2000, ne? Stimmt, ich bin erstens mal den Weg hier nicht gegangen. Der ist interessant. What? Oh, für einen Käfer bin ich jetzt hier lang, okay. Ich meine, es ist kein Zufall, dass sie quasi ne, Kram verkauft und danach kommt ein Boss. Was mache ich hier? Der Schädel scheint zu lachen. Okay. 10 Bucks geben, glaube ich, ein Item. Erinnere mich leider nicht. Und das Item, das du hier kriegst, dürfte das sein, das dir Frohsinn erschafft. Was? Frohsinn? Wow, okay. Ganz ruhig. Ist nur halb so schlimm, der Raum. Sieht schlimmer aus, als er eigentlich ist. War eine Idee wert. Schwarzes Päckchen. Erhöht Angriffskraft gewaltig, wenn der Träger aber auch verletzt. Was? Oh, okay.
Wenn ich mich erinnere, richtig erinnere, waren blaue Kisten Mimics. Use with care, habe ich mir fast schon gedacht. Oh, jetzt bin ich wieder hier, okay. Da oben ist noch ein Ding. Also ganz oben. Ist das? Hier oben aus dem Raum raus. Ich weiß nicht warum, aber Dashen auf B fühlt sich merkwürdig an. Und ich bin mir nicht sicher, warum. Ich hätte es lieber gern so auf R2 oder so. Okay, hier nach rechts und dann hier irgendwo hoch. Hier im zweiten Teil des Raums hoch. Alles klar, hier bin ich runtergefallen. Da oben war ich noch nie. Okay. Okay. Alles klar. Ich hab halt vergessen, dass man da runterfällt. Okay, kann ich hier durch? Nein, ich muss unten lang. Okay, ich gehe doch hier lang. Hier lang und bin wieder hier. Okay, alles klar. So. Ich meine, ist eh nicht schlimm. Ich wollte eh ein bisschen Money farmen. Und den Weg halt jetzt nochmal zu laufen, bringt definitiv Geld ein. Wow, das wollte ich nicht. Okay, hoch. Und Pew Pew. So, wie war das? Im nächsten Raum hoch, okay. Auf diesmal achte ich auf den Boden, nicht dass ich wieder runterfalle. Hier bin ich immer runtergefallen bisher. Sieht ein bisschen aus wie Maho. Okay, einfach nur hoch, I guess. Bisschen Vorsicht hier rangehen. Ist das etwa das Item, was mich glücklich macht? Versiegelter Wind. Okay. Ich habe das Symbol schon mal gesehen, glaube ich. Ich weiß gar nicht wo. Ist mir
mir vollkommen neu, das Symbol. Ich bin so ein Vollidiot. Okay, shit happens. Alles klar. I saw that coming, by the way. Lass mich raten, du hast genau dasselbe gemacht. Es ist halt sehr verlockend, da zu jumpen. Sollte by the way den Timer, den Counter 1 erhöhen. Nicht durchrushen, alles killen. Ich brauch das Money. Wie, du lebst noch? You fucking kidding me? Ja, geh noch Schritt vor. Yeah. Okay. So, jetzt kommt wieder der lustige Shit hier. Manchmal sind der Doppelsprung und ich nicht so nicht die besten Freunde. Ich weiß nicht wieso. Hey, okay. Was macht das Ding eigentlich? Ist das ein wichtiges Ding? Beschwört Windmagie herauf. Eine hölzerne Box, die heilige Zauber gehalten werden, enthält starker Wind. Okay. Fuck, jetzt muss ich ja runterfallen. Oder gab es den anderen Weg zurück? Ja, oben links und dann runter. Ja, kann ich da lang gehen. Was ist das für ein Game? Ich weiß nicht. Lustiger Plattformer halt. Mein Highlight des Games ist, du kannst dich in eine Katze verwandeln. 10 out of 10. Must buy. Pretty much alles, was das Game zu bieten hat. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich noch mehr, aber... Es ist ganz cool. Es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie Dark Souls von der Steuerung her. Was ganz nice ist. Weil du so eine mächtige OP-Ausweichrolle hast. Wenn du halt getroffen wirst, wirst du richtig getroffen. Can transform into cat better than Breath of the Wild. Moment, haben Katzen... Oh, die Katze hat auch einen Air-Dash. Hui, hui. Meow. So, bing. Ich habe noch nicht genug Money. Okay, speichern. Und dann teleporten wir uns nach...
Oh, war das beim verlassenen Kloster links? Ich glaube, das war beim verlassenen Kloster links raus. Scheiß Hund hier. Ich hasse euch. Die sind so nervig. Ja. Nice. Ahornblatt in Hibiskus-Tee baden. Ja. Frisch ins Frühlingsblatt erhalten. So I now have mehr Deeps per second, ja. Und ich habe jetzt ein grünes Blatt. Da sieht man mal, Tee macht alles frischer. Auch Waffen. Macht sich total Sinn. Irgendwie nicht, aber hey. Kann ich jetzt zu dem anderen Ding auch teleportieren? Oh, das ist hier unten. Okay. Hab Shit Happens. Hi. Ist immer noch Schiss vor mir? Ja, du hast immer noch denselben Text. Was auch immer du sagst, ich bin Nutmeg Leeds, Verwalterin des königlichen Pinakothek. Wie ich schon sagte, hau ab. Ich finde, es gäbe einen Grund für dich zu bleiben, aber es gibt keinen. Du hast etwas mit der Königin zu besprechen? Nun gut. Das ist selten, du verstehst schon das. Nein, was auch immer. Sei froh, dass du noch am Leben bist und atmest. Keine Sorge, deine Zeit wird noch kommen. Bitch! Okay, dann halt nicht. Jetzt nicht nach so crazy mehr Schaden an, wenn ich ehrlich bin. Und es fühlt sich nach mehr Schaden an, aber nicht so krass. So, 400 brauchen wir noch. 400. Ihr droppt 100. Wow, eine Kombo reicht jetzt für die, okay. New Line, ja bitte Sascha, was kann ich für dich tun? Möchtest du wissen, ob ich morgen Persona 5 spiele? Yep, morgen gibt es Persona 5. Das ist korrekt. Erwarte nicht zu viel. Ich habe noch nie Persona gespielt. Ich spiele es wahrscheinlich falsch. Kennt man ja, wenn man ein Videospiel ja so falsch spielen kann.
Ich kann eigentlich hier runterfallen und den Bogen gehen. Chat is going to be, why are you doing this? Yeah, why not? Um zu zeigen, wie man es nicht macht. Wieso hast du denselben Farmmob wie ich? Weiß ich nicht, weil mir einfach gerade aufgefallen ist, dass da A die Stacheln sind und die Level-Transition halt super nah ist. Vielleicht deshalb. Es war gut zu wissen, dass du hier auch gefarmt hast. Der hat sich halt gerade so angeboten. Ich glaube, das muss reichen. 2000 haben wir gesagt, brauchen wir, ne? Persona ist halt wie Pokémon, jeder hat seine Vorlieben. Tja, da ich keine Ahnung habe, werde ich wahrscheinlich gefühlt alle anpacken. Ich meine, in der Theorie hier reinzulaufen und immer die zu farmen wäre halt fast einfacher. So, bup, bup. Ich hätte einmal gerne den Flammenenchant. Habe ich den jetzt automatisch oder muss ich den immer auftragen? Jetzt? Verleiht ein Angriff Feuerschaden. Verzaubert ist da gefüllt mit Kohle und Weihrauch. Okay. Ja, die Resistenzen. Maybe Windmagic einfach mal probieren. Just for the lulz. Und Kristallsamen, I guess. Fusion, muss ich mehr sagen. Oh. Oh, okay. Ja, sehen wir dann. Ich mache mir da keinen großen Kopf drum. Kann es echt nicht skippen, ne? Ist nervtötend. Ich habe gerade, glaube ich, aus Versehen die Strat für die zweite Phase gefunden. Wenn ich da nochmal hinkomme.
Muss los. Ich kenne deine Art. Genau wie die Ordensschwestern stehst du unserer Königin im Weg. Licht. Die Königin würde uns nie verletzen. Aber ich tue es.